So, da sind wir wieder auf dem wunderschönen Drachenfriedhof. Ja, bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich schick hier aus und wir haben noch keine riesigen Drachenskelette gefunden. Nur normale Skelette, die uns mit dem Bogen ans Leder wollen. Ja, und eine Kiste, die wir zu früh runtergeschossen haben. So. War zwar auch nicht ganz richtig, ja. Aber ja, ich sollte vielleicht nicht so viel hier rumspielen mit den verschiedenen Charakteren und solche Sachen machen. Ja, jetzt boxen wir die Kiste hin und her. Aber jetzt habe ich dich. Dich da oben kriege ich auch. Nein. Ich sagte, ich krieg dich auch. Na gut, da muss es eben anders gehen, wenn du die Kiste so gut abwehren kannst. Da geht's eben so. Nein, das war falsch. Ja. So, das war richtig. Und wir haben wieder einen neuen Stufenaufstieg. Aber erst einmal gibt es hier die Gesundheitsfiole. Und dann machen wir mal den Stufenaufstieg. So. Der Magier und der Krieger, die haben im Augenblick nichts, was sie verstärken könnten. Für das nächste Schwert und Schild brauchen wir nämlich 3 Punkte. Da kriegen wir ein Flammenschwert. Ui. Und hiermit können wir halt anstürmen. Und der könnte mit Stufe 2 wahrscheinlich 3 Kisten gleichzeitig machen, oder? Nein, 4 sogar. Aber gut. Jetzt kriegt erstmal unsere Diebin ihren Doppelschuss. Der Bogen schießt nur 2 Pfeile zugleich und auf der nächsten Stufe schießt er sogar 3 Pfeile. So. Ende. Jetzt können wir 2 Pfeile auf einmal schießen. Genau, und macht damit auch doppelten Schaden. Ach, wenn wir den treffen. Aber das war doppelt schmerzhaft. Und das sowieso. Das war jetzt richtig doof. Jetzt müssen wir erst einmal ohne unsere Schurkin auskommen. Komm, Kiste. So, sehr gut. Ah, aber da ist ja schon ein Save Point. Machen wir die Skelette schnell mit der Kiste kaputt. Sammeln deine Erfahrungsfiole auf. Dann springen wir hier runter und benehmen unsere Diebin wieder. Okay, das Ding können wir leicht ausschalten, indem wir es einfach hier hoch tun. Ich sagte, indem wir es hier hoch tun, du bleibst da wenigstens da oben. So. Nein, bleibt es nicht, schade. Gut. Dann hauen wir uns mal den Krieger hier rein und holen uns da die Erfahrungsfiole. Okay, hier drüben ist eh nichts Wichtiges mehr, denke ich, hoffe ich mal. Aber dafür brauchen wir hier jetzt wieder den Magier, um hier weiterzukommen. Muss der vor seine Kiste hier aufspießen. Und genauso. Hier unten ist nichts mehr. Dann gucken wir mal kurz, ob hier oben was ist. Ja. Hier ist was. Aber da kommen wir so wohl nicht hin, da müssen wir wohl etwas anders hin. Und zwar müssen wir erstmal unseren Magier hier rüber transportieren, sagte ich. Das Skelett wegschießen. Genau. Jetzt hier hochhangeln. Und hier rüber. Dann können wir die Violen aufsammeln. Oh.
Und haben einen blinden Passagier da unten. Musst du wohl abhauen? Na, er haut nicht ab, dann werden wir ihn halt zerquetschen. Arrivederci. Und hier schon wieder ein Secret. Weitschützer gefunden. Was machen die denn? Ah ja, das kann unsere Diebin kriegen. Jetzt nimmt sie nicht mehr so viel Schaden, wenn sie die Stacheln reinfällt. Das ist gut. So. Jetzt kann der Magier uns wieder rüber transportieren. Sollten wir mal seine Kiste wegmachen, dann hat er nicht so viel Gewicht, was er schleppen muss. Und ja, darunter möchte ich nicht unbedingt fallen. Ich möchte lieber hier hoch. Und ja, die Plattformen hier sind ein bisschen gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Wenn man nämlich zu viel springt, bleibt man an den Bügeln hängen in der Mitte. Und springt in sein Verderben. Das wäre nicht so schön, gell? So. Nächster Speicherpunkt und noch mehr Skelette. Und darunter fallen wollen wir auch nicht unbedingt. Lieber die Truhe hier öffnen. Oh, wir haben die Fähigkeit der Planke für den Zauberer gefunden. Und wenn man von Planken redet, kommt hier gleich schon ein Skelett mit einem Schild bewaffnet. Ja, die etwas stärkeren Skelette. Kommen jetzt langsam. Und wenn ich einfach so mit einem, mittlerweile einem Schuss von unserer Diebin einfach wegschießen können. Und ja, der Magier hat jetzt eine Planke gelernt. Damit können wir jetzt Brücken zeichnen. Was gerade hier praktisch ist. Ja. Aua, aber wir können nur eine Planke haben. Fällt mir gerade ein. Und man braucht einen Haufen Schuss, um einem Skelett das Schild wegzuschießen. Also ich glaube, bei denen ist mit dem Krieger draufhauen besser als mit dem Bogen draufschießen. So, aber hier müsste jetzt endlich das gehen, dass wir hier... Komm. Nope. Dass wir hier jetzt... was mache ich gerade? Hier jetzt Kette hochzaubern und sie oben bleibt. Was sie natürlich nicht tun und gleich auf uns niederkracht. Ja. Ja. Das war knapp. Das war mir jetzt noch knapp. Und ich sehe gerade da unten ist eine Fiole, die wir übersehen haben. Kommen wir von der Seite aus ran? Nein. Natürlich nicht. Das bedeutet, der Magier muss seine Planke hier etwas lichten. Wenn ich das hinkriege, natürlich. Nein, kriege ich nicht hin. Zeichnen wir lieber eine neue, die runterfällt. Okay, noch eine neue, die diesmal nicht runterfällt. Und zwei Erfahrungsfiguren eingesackt. Ja, ich versuche immer so viele wie möglich davon einzusammeln. Ich werde jetzt hier keinen 100% Run machen. Weil das wird, ist ja nur ein Mini-Projekt. Hier kommt, glaube ich, den Magier besser hoch, indem wir einfach einen Würfel zeichnen und uns hier hochbegeben. Dann hier rum. Und hier eine neue Planke. Und da haben wir gerade ein Skelett darunter gestürzt. Gut.
und sind genauso runtergefallen, aber ich wollte hier an die Fiole ran. So, mal kurz das Rad anschießen, damit es langsamer wird. Was nichts gebracht hat, wäre sie trotzdem in den Tod gestoßen, zu stürzen. Also wieder hier rum. Uff, das war jetzt knapp. Das war alles Skill. Oder auch nicht. Der bemerkt es nicht mal, also schießen wir ihm in den Rücken. So, den anschießen. Und da müssten wir ja irgendwie hier unten an die Fiole kommen. Na komm. Genau. Und dann springen wir auch gleich wieder in die Staffeln rein. Weil es jetzt ja so, aua, so viel Spaß macht. Ja, wie ich schon in meinem DLC-Quest-LP gesagt habe, wie macht man ein Spiel schwerer? Man baut Stacheln ein. So. Na kommt. Hier müssen wir wohl ein bisschen schwingen. Genau, und können hier rüber. Und das Skelett und das nächste Secret. Denke ich mal. Giftflasche gefunden. Was macht die denn? Das klingt nicht schlecht. Damit können wir die Gegner schwächen mit dem Gift. Das behält mal die Diebin. Denn jetzt kann sie dadurch Giftpfeile verschießen. Damit können wir die Schilder von den Schildskeletten einfacher wegschießen. Na komm. So. Energiefiole. Und da oben ist eine Erfahrungsfiole, an die ich gerne ran möchte. Genau. Oh, ach du Heiliger. Und ja, ich hätte zum Ritter umwechseln sollen, aber das habe ich jetzt in der Panik gerade nicht gemacht. Oder hier hochgehen sollen. Hier oben scheint es etwas sicherer zu sein. So. Runtergucken kann ich leider nicht. Deswegen muss ich jetzt hier wieder runter. Energiefiole aufsammeln, die ich gerade nicht brauche. Und muss hier die Kiste aufspießen. So. Da hochkommen. Ja, so dürfte es gehen. Genau. Und dann hier rüber. Und weiter. Sehr gut. Und hinter uns sind schon wieder Skelette. Ja, über die wir wegschießen. Ja, man merkt, ich kann keine Ego-Shooter spielen. Mein Aiming ist schlecht. Oh, und das war knapp. So, hier müssen wir dann eine kleine Sprungeinlage machen. Sehr gut. Kommen wir da hoch. So, hier müsste es aber gehen. Und zwar können wir hier die Kugel, glaube ich, jawohl, die
dürfte jetzt nicht mehr zurückschwingen können. Auch wenn sie tanzt wie blöd. Genauso wenig wie die hier. Aber an das, die Erfahrungswerte kommen wir nur ran, wenn wir eine Kiste zaubern. So. Und hier müssen wir... Warum gehst du hoch? Ich will, dass du runter gehst. Ich zauber einfach hier eine Kiste drauf. Genau, so, jetzt bleibt das nämlich hier unten. Jetzt können wir hier noch eine Kiste hinzaubern und hier drauf springen. Und wenn wir die Kiste jetzt wieder auflösen, kommen wir hier rüber. Eine Brücke zaubern. Und dann doch noch an der Kugel hängen bleiben. Jetzt sollten wir mal wieder den Krieger rausholen. Wetter. Damit er die Skelette verprügelt. So. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, sofern noch kein weiteres Skelett kommt, doch, da kommt noch eins. Da unten. Dass ich eigentlich drauf springen wollte, aber ich durfte ja nicht. So, würde ich sagen, an dem Speicherpunkt hier machen wir wieder einen Cut. Bis gleich.